Hallo zusammen, hier ist wieder Hotella und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir möchten einmal ein paar Party-Sync-Kisten öffnen und dazu war ich schon fleißig und habe hier insgesamt 20 von den Kisten zusammengefarbt. Die schimpfen sich einmal geborgene Truhe mit Vorräten. Aus denen können ja verschiedene Temok-Sachen rauskommen und beim Priester sieht es jetzt schon sehr gut aus. Ich habe diese kompletten Waffen, auch beim Priester war es ja so, dass ich quasi immer den gleichen Stab hatte, aber der hatte unterschiedliche Stats und eine andere ID, wenn ich Disci bin, Holy bzw. Shadow. Das habe ich jetzt mittlerweile ausgeräumt, weil ich alle Specs einmal durchgebastelt habe, aber mir fehlen immer noch Schuhe und Handgelenk. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir mit den 20 Kisten hier die zwei Items noch rauskriegen, dass wir den Priester quasi hier auch einmal raus haben. Dann muss ich nämlich nicht mehr mit dem im Party-Sync-Modus rumspringen, sondern kann halt die nächste Klasse nehmen und habe das halt hoffentlich irgendwann bald mal durch, weil normal Questen ist halt angenehmer als im Sync-Modus. Ne? Wenn man runterskaliert wird, kämpfen wir natürlich wesentlich länger gegen die Gegner. Gut, ich würde sagen, wir starten durch. Erstes Item ist natürlich wieder der Stab, der halt überproportional oft drin ist. Also wir brauchen Handgelenke und Schuhe. Dann haben wir da die Handgelenke. Na wunderbar. Sagen wir 18 Kisten noch für die Schuhe. Nochmal ein Stab, ich sag ja. Mal gucken, wie viele Stäbe am Ende drin sind. Handschuhe. Ein Hals bringt leider gar nichts. Noch ein Stab. Seht ihr, wie viele Stäbe. Jetzt haben wir schon 4 Stäbe im Inventar liegen. 5 Stäbe. Noch ein Hals. 6 Stäbe. Die Schuhe, da sind sie. Wunderbar. Nice, der Priester ist auch raus. Mal schauen, wie viele Stäbe ich jetzt noch kriege aus den restlichen Kisten. 7 Stäbe. 8 Stäbe. 9 Stäbe. 10, oder? Ja, seht ihr. Also wie oft ich den Stab gekriegt habe, ist halt echt krass. Ja gut, da sind wir durch. 20 Kisten waren es. Achso, ich habe hier noch 3, die ich quasi overgefarmt habe. Die können wir jetzt auch noch aufmachen. Und nochmal einen Stab drin, weil ich werde mit dem Priester ja keine mehr öffnen müssen, weil wir hier einmal komplett durch sind. Und dadurch ist jetzt die nächste Klasse einmal rausgeflogen hier aus der Liste. Und ja, jetzt haben wir nur noch 9 Klassen. Warrior, Hexer, Schamane, Schurke, Paladin, Magier, Jäger, Demon Hunter und DK. Paladin sieht auch schon ganz gut aus. Da habe ich auch nur noch 2 Items, die fehlen. Heißt, das müssten wir dann als nächstes fertig bekommen, wenn ich mit dem Char wieder loslege. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Opening-Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.